willkommen zu Hause an den Bildschirmen. Zweite Halbfinale, diesmal auch ein Kommentar zum Kölner Derby im Halbfinale hier. Rot-Weiß gegen Schwarz-Weiß. Einzug ins Finale um die Westdeutsche Meisterschaft, aber viel bedeutender noch K.O.-Spiel, um den Einzug zur Deutschen zugelassen, geprüft und getestet. Ich denke, wir erwarten hier ein spannendes Halbfinale und Konstellation ist dann eine Niederlage. Auch wenn man am Anfang aber gut im Spiel war gegen Unhaus Mülheim, 1-0 führte, dass das Spiel dann kippt im Laufe der ersten Halbzeit auf 1-3. Hat sich auch ein bisschen Eindruck, dass Schwarz-Weiß ein bisschen Körner geschont hat für heute. Der Kader nicht ganz so groß ist vielleicht wie bei Rot-Weiß und deswegen ein bisschen Kräfte geschont hat. Das Spiel geht los, Rot-Weiß direkt im Druck. Aber sie doppelt von Simon Schubert und Adel Wies. Startaufstellung, Rot-Weiß Köln. In der Abwehr und da ist der Ball leider hoch. Und vorne Kapitän Fabio Seitz. Emil Albrecht und Linus Wiener. Schwarz-Weiß im Aufbau. Variable, in die Mitte. Gut abgefahren, verfahren schnell nach vorne. Die linke Seite, Abbruch nach hinten. Im Moment noch ein bisschen zerfahren das Ganze. Merkt man, dass es um einiges geht hier. Köln wartet an der Mittellinie. Wird auch, glaube ich, im Laufe des Spiels nicht draufgehen. Das ist eigentlich nicht so ihr Spiel. Wir werden eher geduldig warten und versuchen aus dem Konter heraus Nabelstiche bei Rot-Weiß zu setzen. Jetzt gut ausgestößt über die linke Seite, aber ein bisschen zu lange gebraucht, die Ball zu kontrollieren hier von Emil Albrecht. Muss ja neu aufbauen. Hat es wieder einen Angriff auflegen. Das ist ja zu gierig, wenn die Steine wach von. Schwarz-Weiß-Köln auch mit zwei B-Jugendlichen im Kader. Können sie deshalb umsetzen, weil die B-Jugend leider ausgeschieden ist von Schwarz-Weiß-Köln, deswegen nicht an der Endrunde teilnehmen kann. Bei Rot-Weiß-Köln und Jonas Mühlheim beispielsweise. Die haben das schöne Einzelpass. Und da ist das 1-0. Schön gemacht. Ein bisschen unglücklich unter dem. Rot-Weiß-Kiefers. Schwarz-Weiß. Kinders da. Das ist genau das, was. Völlig frei da am Kreisrand. Gut gespielt, aber den Rückhandschuss nicht sauber getroffen. Ja, Lindemann da mit einem Zock über links, der ins Nirgendwo führte. Da wieder ziemlich hektisches Spiel nach wie vor. Ballkontrolle noch nicht gegeben bei den Mannschaften. Fabio Seitz einen Kontakt hinten auf den Schläger, daher Freistoß für Rot-Weiß Köln. Köln hat auf der Position einen Corona-Ausfall. Der Stammtorhüter Lukas Greiner leider, soweit ich erfahren habe, am Donnerstag, Freitag Corona bekommen. Jetzt nur der Ersatztorhüter im Gehäuse der Schwarz-Weißen, aber der macht seine Sache jetzt sehr ordentlich. Wieder gut abgefangen. Felix Steinebach hier bei Schwarz-Weiß gut am Feier. Die Jugendlichen spielen ja sehr ordentlich mit. Ein bisschen nicht ganz rumgezogen, Fabio Seitz, eigentlich eine gute Schussposition, aber rutscht ein bisschen aus dem Schläger.
Schwarz-Weiß auffällig, dass die beiden Verteidiger, Arne Ries und Tal Günther, vielleicht der Ausgleich, gestern schon dazu durchgespielt haben, aus Mangel an Alternativen. Und mal gucken, wie sich das heute niederschlägt über die Spieldauer. Und Weiß kann insgesamt doch ein bisschen mehr wechseln. Schönes Tor jetzt hier von Henrik Siegburg durch die Schoner des Keepers. 1:1. Und schon wieder Köln im Angriff auf Weiß. Jetzt gibt es die Ecke. Clever gemacht. Von Duschi. Epp den Ball einfach mal in den Torwart, der kann nur hoch abwehren. In den Bauch von Fabio Seitz und dann gibt es folgerichtig die Ecke. Das ist das Regelwerk im Hockey. Ecke von rechts. Schlecht rausgegeben. Nicht genug Zeit zum Schuss. Das kann Leon Lindemann besser. Ist alles zu, muss eigentlich wieder raus. Kommt er doch durch. Ein Schüsschen da aufs Tor. Von Vosbach. Der eine Typ ist voll ins Brett, aber geht gut nach. Sowieso ein sehr gutes Vorhandbrett. Offensives Vorhandbrett. Von dem Zielpunkt hinten. Antizipiert dann da sehr gut. Ah, klar, aufgefüllt eigentlich. Aber Schwarz-Weiß hätte da gerne einen Pfiff wegen mangelndem Abstand, aber kann man auch nicht mehr. Gut verteidigt hier von Arne Ries gegen Fabio Seitz. Simon Quinter ist in guter Position auf rechts, in der Ecke, aber Ball im Aus, von daher Abschluss für Köln. Direkt wieder hektisch gespielt von Fabio Seitz, war überflüssig der Fehler. Gleich mal eine Runde im Aufbau. Genau, kommt auch das Aufbau von der Bank immer wieder Ruhe, Ruhe. Trainer nicht ganz zufrieden mit dem, was die Schützlinie hier gerade anbietet. War sehr, sehr lange verletzt. Ist jetzt als dritter Verteidiger mit dem Kader hier bei Rot-Weiß. Hat bestimmt noch ein bisschen Trainingsrückstand. Aber auch schön, dass er überhaupt wieder dabei war. Guter Ball da von Henrik Siegburg. Ah, ein bisschen in den Rücken bewegt. Beziehungsweise vielleicht war Vosbach auch einen Schritt zu weit vorne. Rot-Weiß nimmt ein bisschen die Spielhoheit. Kommt jetzt mit zu mehr Chancen als Schwarz-Weiß. Schöner Move da rechts von. War dann leider ein Siegburg scheitert, jetzt der Konter. Duschi war weg, geht da nicht durch. Weiter. Meint, den Pfiff gehört zu haben, aber warum? Da trifft er den eigenen Fuß leider von Fußball. Jens Fußball. Jetzt gibt es Unterbrechung. Ich glaube, das ist wieder so ein Deckel. Das Problem der Halle, dass sich hier ab und zu mal die Hallendecke lösen. Muss mal kurz unterbrechen. Aber nichts Dramatisches. Sonst alles im Ordnung. Da können wir Schlägerstellen pfeifen. Macht das
fällt mir gut, da der 18er von Schwarz-Weiß. Der Ball ist ja gut im Mut und immer gefährlich. Das erwartet. Ein Spiel. Und gleich Rot-Weiß eigentlich von den Namen ein bisschen besser besetzt sein sollte. Aber Schwarz-Weiß hat auch gerade bei den Derbys eben immer einen besonderen Spirit. Und ist dadurch durchaus in der Lage, komplett gegenzuhalten. Vor 2 Jahren in der U16 gab es übrigens genau die gleiche Konstellation der Halbfinalspiele. Damals auch DSD gegen Unos Bühnern das erste Halbfinale, was DSD damals für sich entschied. War das 4:1, das war 4:0 heute. Der Hause wollte man nichts anbrennen lassen. Das Halbfinale ging damals knapp. Die Kölner Halle in Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß gegen. Nee, ich komme das sogar gegen die DRC. Rot-Weiß war damals nur Glück am Ende. Das war bei den Arknamen als Rot-Weiß Köln. In der Konstellation wird man zum Meister geworden. Dann Riemek hier. Nicht wieder ab. Besser so. Man versucht dadurch oder Glück. Das Brett nicht sauber nicht von Duschen. Warwick. Hendrik Siegburg und Fabio Seitz hatten, soweit ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, bis jetzt noch keine Pause. Schon die ganze Zeit noch kurz. Der Spielzeit, auch wenn es nur 2x15, nicht 2x30 sind wie im Herrenbereich. Trotzdem. Brett. Und rausgekommen, aber oh, unsauber. Aber den Kinders kann hier gar nicht wissen. Alter Kreuz. Kann man gehen. Und gleich meine, das hat auch so Abstand zwischen Spielern. Leistung, wie ich finde. Die beiden dürfen den ganzen Tag hier heute bestreiten. 4 Spiele in Folge. Nicht zu beneiden. Machen das jetzt aber ganz hervorragend. So, Brandstein in der ersten Halbzeit. Letzte 2 Minuten sind angebrochen. Mal gucken, ob hier noch was geht. Nicht einer einer Pausenführung verabschieden kann. Im Moment total ausgeglichenes Spiel ohne viele Torchancen gerade. In den letzten 16 Minuten plätschern wir dahin. Super gut. Da ist eigentlich kein Durchkommen. Trotzdem die lange Ecke gezogen von Fabio Seitz. Köln jetzt ganz tief. Die Räume ganz eng. Das ist ein schneller Konter, da ist der Fuß dazwischen. Und jetzt steht auch Rot-Weiß in der Norden. 1 gegen 1. Nick Serb sieht auch immer sehr aggressiv mit der Vorhand. Immer. Oh. Ja. Zu haben ist der Schuss da. Ein bisschen mehr.
Sekunden bis zur Halbzeit. Schön die Lücke gefunden, aber leider zu wenig hart, um da einen Stecher ordentlich platzieren zu können. Wo Adrians, der Trainer der Rot-Weißen, im Moment gar nicht zu spielen, sehr lautstark am Rand, immer wieder Kommandos an seine Spieler. Jetzt von rechts nach links. Auf geht's. Ah, nee. Zwei ist weg. Mit Druck. 1 gegen 1. Oh, da ist die Lücke da. Ja, ein bisschen wenig. Muss er den Ruf um den Torhüter rummachen. Oder wenigstens einmal zucken. Schuss vor Zögerkampf. Aber so direkt den Ball in den Torwart zu drücken. Nicht so richtig durch mit seinen Solos. Die Qualität hat er tatsächlich immer. Fabio! Fabio hinter dir! Da wieder leichter Ballverlust. Tarek Gümler kann das korrigieren und jetzt auch wieder nicht an der Bande. Zumindest der Hacke da jetzt rechts. Bruno Schmitz kann den Ball am Ende doch behaupten. Und wieder Neuaufbau für Rot-Weiß. Ja. Witzige Idee von Henrik Siegburg da. Rückt er den eigentlich weg. Da muss man eigentlich pfeifen. Da bin ich nicht ganz sicher. Kann ich jetzt leider die Wiederholung sehen, aber ich sehe da durchaus einen Stürmerfoul vorher. Aber Treffer wird gegeben. 2:1 für Rot-Weiß. Auf jeden Fall mal gut durchgesetzt von Henrik Thank you.
einfach. Die Ansage da aber rechts. Ja, wird ein bisschen, das Spiel wird ein bisschen ruppiger. Und gleich dabei ist ein bisschen Erschöpfung. Okay, wir nehmen hier gleich noch eine spannende Schlussphase. Es sei denn, Rot-Weiß kann sich jetzt gleich mal entscheiden. Absetzen, jetzt gut gespielt. Sehr schön gespielt. Und einfach geht aus der linken Ecke wieder zurück. Schöner Doppelpass. Fabio Seitz auf den Postbank gelegt wieder zurück. Auf Fabio Seitz. Schön den kurzen Winkel gezogen. Torwart Juli, eine Chance. 3:1 jetzt für Rot. Ich denke mal, vielleicht. Reinhardt ist da viel möglich, aber könnte eine kleine Vorentscheidung gewesen sein. Der erste gespielt jetzt hier. Ist aber leider kein. Oh, stark. Felix Langer pariert da. Jetzt auch wieder ganz klar um 1:1. Leider hoch. Stopp, die Rücke nicht zu gehen. Ja, leider ist jetzt ein Fuß gelegt. Greift die Menschläger rüber, deswegen Freistoß für Rot-Weiß. Ja, Locke aufgemacht. Und das war, glaube ich, die Vorentscheidung. Fabio Seitz kopft sich an der rechten Wanne durch, legt schön ab durch den Warweg und er hat keine Probleme, frei vor dem Tor in die kurze Ecke zu haben. So einzusetzen. 4:1 jetzt für Rot-Weiß. Wolfsburg muss jetzt ein bisschen aufpassen auch. Ruhig, Herr Rot-Weiß! Der gegen sie läuft. Freistoß. Eigenen Fuß, der Fehler einseitig, jetzt gut verteidigt. Ich finde das heute nicht so stark wie zuletzt im Herren-Bundesliga-Aufstiegsspiel gegen DSG. Gute Tage. Gerade bei den Supertechnikern. Den Touch haben, dann wird es schwierig. Aber nicht gut geschossen, genau in die Schienen des Keepers. Mittig aufs Tor. Da haben sie die richtige Vorstellung gefunden. Auch wieder durch die Mitte durchgezockt. Darf eigentlich so nicht passieren. Ruhige Bretter liegen lassen, nicht so aktiv werden. Da ist da eigentlich auch kein Platz. Wenn man im eigenen Kreis zu gierig ist, entstehen solche Situationen. Ganz sauber, muss man das nicht pfeifen?
Scheiße. Hand beschwert sich auch, dritte Mal. Und die Karte geht völlig in Ordnung. Aber ich finde, jetzt die Chance für Schwarz-Weiß, vielleicht den Anschluss mal herzustellen. Man muss aber jetzt auch in der Überzahl mal ein Tor fangen. Rein und zu lang. Nice. Sogar eine lange Ecke. Ja, das braucht die richtige Entscheidung. Als Halb Grünberg da richtig Druck bekommen hätte. Henrik Siegburg gibt da wilde Kommandos von der Strafe. Reduziert damit seinen eigenen Mitspieler. Weil ich seit Zock zu der Mitte durch. Und das ist leider zu viel. In Unterzahl vielleicht nicht das richtige Mittel. Hier. Und Christopher Cousin schon das Brett unten gehabt. Und Rot-Weiß jetzt auch wieder komplett. Die Hektik von der Wand hier von Schwarz-Weiß. Natürlich ein bisschen Frust dazu, verständlich. Das ist ein bisschen anders ausgerichtet. Kleine. Acht Mann. Auf dem B. Jetzt körperlich zwar noch ein bisschen, aber trotzdem Vollgas da, voll durch die Bretter hier von hinter den Brettern hängen geblieben. Ziemlich wildes Spiel hier gerade. Zweite Halbfinale. Jetzt vielleicht die Chance. Das ist auch zu einfach. Vorschüsse sind einfach auch zu gefährlich von Schwarz-Weiß. Das sind immer so Häpperchen. Super, Felix! Felix Langer ist da. Mit solchen Schüssen nicht zu überwinden. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Mach mal die Position. Klasse, Felix! Macht einen guten Job. Hat sich gut entwickelt. Hat sicherlich davon profitiert, dass er bei Rot-Weiß auch im Herrenkader in der Halle. Jetzt mit meinem Hälfte. Der Satzbeuter der Bundesligamannschaft schon von Wirkung. Im Prinzip muss Rot-Weiß das jetzt eigentlich nur noch sauber runterspielen. Und dann gibt es eine Wiederholung des Endspiels von vor 4 Jahren. Und bei Köln gegen BSG Düsseldorf. Das Ticket für Leipzig wäre aber für beide Mannschaften dann schon gesichert. Den Pfiff muss es auch geben. War nicht nur hoch, war sogar rund. Die kann man auch nicht laufen lassen. Rot-Weiß wird jetzt nicht mehr viel riskieren, denke ich. Ja, der war 3 Meter weg, muss man nicht wissen. Auch kein Schleuderball. Das war nicht falsch. Immer wieder diese Anspiele ganz nah an die Bande, die für Verteidiger natürlich katastrophal sind. Jetzt nochmal
aber trotzdem dreimal, jetzt weißt du, dreimal hinter den Ball. Schwierig, jetzt aber Rückposition. Ein sehr stabiler defensiver Verteidiger, der natürlich jetzt nicht ganz so viel Wert hat. Die beiden, ein Kölner Verteidiger stehen K.O. Da hat Grünberg auch gerade erst von einer Corona-Erkrankung gelesen. Ist sicherlich am Ende seiner Kräfte. So, wir haben die letzten anderthalb Minuten laufen. Fazit, Spiel um Platz 3. Schwarz-Weiß-Köln gegen Uhlenhorst. Endspiel GSD gegen Rot-Weiß-Köln. Somit kristallisiert sich auch hier raus, was eigentlich über das Jahr auch abgezeichnet hat, dass die eine Gruppe während der Saison mit den Teams von Rot-Weiß-Köln, Uhlenhorst, Mülheim und DSG Düsseldorf doch eindeutig stärker besetzt war als die anderen Gruppen mit Schwarz-Weiß-Köln, DAC und Leverkusen. Aber das war die Platzierung von vor zwei Jahren geschuldet. Da hat Rot-Weiß-Köln nicht so gut reduziert und von daher mussten sie als gute Mannschaft in die Gruppe mit DSG und Donau. Also 20 Sekunden, kein Grund mehr hier. Eine Karte, einfach runterlaufen lassen. Schwarz-Weiß-Köln, die Saison leider beendet. Gleich noch das Spiel auf Platz 3. Und der DFB freut sich auf ein Finale gegen Rot-Weiß-Köln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Jo, ist ja eine Halle drin, ne? Also ist hier eine Halle, ne?